Hallo liebe Kunstfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ein neues Projekt erwartet euch und neue, aufregende Produkte. In diesem Rahmen auf jeden Fall ein großes, großes Dankeschön an euch alle, dass ihr unser Resins so klasse findet, so viel davon bestellt. Und das ermöglicht es uns natürlich auch, unsere Produktpalette etwas für euch zu erweitern, um immer neue Sachen bei uns im Sortiment zu haben, was wir für euch testen können und natürlich euch zur Verfügung stellen können. In diesem Video zeige ich euch etwas, was wir nun neu für euch in unserem Sortiment haben und womit ihr super Effekte erzielen könnt. Zum einen ist das die Cellbase. Wie das funktioniert, zeige ich euch gleich. Wir haben die Resitint Max Pigmente, ganz neu bei uns im Sortiment. Eigentlich sogar so neu, dass sie noch nicht mal auf der Homepage sind, kommen also bald. Ihr könnt aber auch eure normalen Pigmente oder Pigmentpasten mit dem Cellbase benutzen, kein Problem. Unsere Palettenmesser gehen fantastisch dafür. Und auch eventuell unseren Brenner. Mal schauen. Theoretisch brauchen wir ihn nicht mit dem Cellbase, aber zur Sicherheit lassen wir ihn mal mit in unserem Video drin. Alles davon könnt ihr wie gesagt auf unserer Homepage bekommen. Es gibt auch ein separates Video, wie der Brenner funktioniert, falls ihr selber noch keinen habt und nicht genau wisst, wie damit umzugehen ist. Und nun lasst uns einfach mal beginnen. Zunächst mischen wir erstmal unser Resin an. Ich habe hier 100 Gramm von dem Resin und 95 Gramm von dem Härter genommen, also das normale Mischungsverhältnis. Das verrühren wir jetzt sehr gut, damit sich beide Komponenten gut verbinden. Achtet auch darauf, gerade jetzt im Winter, dass euer Resin nicht zu kalt ist. Bei zu kaltem Resin bekommt ihr ganz viele Bläschen. Es ist auch viel zu dickflüssig, um damit gut zu arbeiten. Also wenn ihr es in einer kalten Umgebung zum Beispiel lagert, stellt sicher, dass es vorher etwas warm gestellt wird. Stellt es in ein warmes Wasserbad oder benutzt im Zweifel auch einen Föhn, um das Resin selbst etwas zu erwärmen. So, das Mischen von dem Resin ist, wie man es kennt, relativ einfach. Kommen wir nun zu dem Hauptakteur, der Cellbase. Ich erzähle euch kurz, wie das Ganze funktioniert. Also ihr nehmt euer Resin, wie ihr es kennt, mischt es ganz normal an und dann kommen ungefähr 10% von der Cellbase, wir haben die dann in verschiedenen Farben, keine Sorge, in euer Resin und ihr gebt das als Basecoat auf eure Leinwand, also als Untergrundschicht. Damit wird nichts weiter passieren, auch nicht mit dem Brenner drüber gehen, so lassen wie es ist. Und ihr mischt dann eure Sekundärfarben mit dem Rest, was ihr noch an Resin gemischt habt. Dafür könnt ihr dann zum Beispiel unsere Resitint Max Pigmente nehmen, wenn sie im Store erhältlich sind. Oder aber auch jede andere Pigmentpasten, Pigmente, die ihr habt. Pigmentpasten gehen an sich besser als die Pigmente selbst. Also falls ihr da beides habt, nehmt am besten die Pasten. Und diese Farben kommen dann oben drüber. Entweder ihr schüttet sie in einem Dirty Pour oder bewegt sie auf der Leinwand. Oder nehmt ein Palettenmesser und swiped. Und dann sollen sich Direktzellen daraus bilden, also ohne den Brenner zu benutzen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr noch nicht genügend Zellen haben sollt, den Brenner trotzdem nach einigen Sekunden benutzen. Aber schaut erstmal, was ohne Brenner passiert. Vielleicht reicht euch das Ergebnis ja auch schon aus. Teilen wir unser Resin mal in drei Farben auf. Einmal für die Untergrundschicht mit dem Cellbase. Einmal für das Gelb. Und einmal für Weiß.
So, wir haben drei schöne deckende Farben. Je nachdem, wie viel von den Pigmenten ihr in euer Resin gebt, desto deckender werden die Farben oder auch halb durchsichtig bleiben sie. Nie mehr als 10% von den Pigmenten in euer Resin geben, damit ihr die chemischen Eigenschaften und Aushärtungseigenschaften von dem Resin nicht verändert. So, fangen wir jetzt mal an mit unserem Experiment. Lila und Gelb sind nicht die perfekten Farben für ein Bild, die miteinander harmonieren, ich weiß, aber deswegen habe ich noch das weiße Pigment mit dazugegeben und wir schauen mal, wie es am Ende wird. Verteilen wir erstmal das Lila auf der Leinwand als Basisschicht. Geben wir das Gelb und das Weiß über die Leinwand drüber. Ich mache das mal relativ wahllos und swipe dann ein bisschen, um zu schauen, was passiert. Ziel ist hier und heute nicht, ein sagenumwogenes Kunstwerk zu erschaffen. Ich wollte mit euch einfach testen, wie die Pigmente funktionieren, wie sich die Zellen bilden. Und ihr könnt jetzt bereits schon sehen, dass es anfängt, hier unten Zellen zu bilden. Auch hier oben in die Ecke. Bin gespannt, wie das Ganze am Ende aussieht. Aktuell fühlt sich die Zellbildung so an wie bei einem Acrylic-Pur mit Silikon. Also hier und da tauchen die kleinen Zelleffekte auf, werden immer größer. Steht auch so auf dem Produkt, dass man es erstmal etwas so lassen soll, bevor man mit dem Brenner darüber geht. Und solange können wir uns ja um die Ecken kümmern, dass diese schon mal alle bedeckt sind. So. Wenn man mit dem Brenner darüber geht, tauchen noch weitere kleine Zelleffekte auf. Ich vermute einfach mal, dass an meiner Stelle hier das Weiß und das Gelb etwas zu viel waren in Relation zu dem Lila. Also wahrscheinlich hätte ich etwas mehr von dem Lila benötigt und eine dünnere Schicht von den anderen Farben, damit mehr Zellen aufkommen. Auf jeden Fall funktioniert es. Wenn ihr das Ganze also auf kleiner Flamme noch ein Stück weit weiter gart, also nicht zu heiß machen mit dem Brenner, dass euer Resin verbrennt und darüber geht, bilden sich neue Zellen. Ich lasse das Ganze jetzt einfach erstmal in Ruhe seine Arbeit verrichten und wir schauen dann einfach am Ende, wie das Ganze geworden ist und wie es funktioniert hat. Es sind noch einige von den Zellen dazugekommen, als das Resin ausgehärtet ist. Und ja, ich finde das Ergebnis wirklich, wirklich klasse. Die Farben passen besser zusammen, als ich am Anfang vermutet hätte. Und das Design ist wirklich mal was Besonderes. Was könnt ihr darin sehen? Wenn ich drauf gucke, denke ich eher so an die Oberfläche der Sonne, auch wenn das Lila da nicht ganz so gut passt. Aber insgesamt finde ich den Effekt mega cool, freue mich drauf, das noch öfters zu benutzen. Ich werde auch mal versuchen, ob man die Farbe ändern kann. Also wenn man in das Lila vielleicht jetzt noch andere Pigmente reinmacht und es etwas dunkler Richtung Schwarz zu machen, ob es dann noch genauso funktioniert. Wir werden sehen.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ergebnis hat euch gefallen. Und vielmehr hoffe ich, dass ihr es auch ausprobieren möchtet. Wie gesagt, das Resicell gibt es schon auf unserer Homepage. Die Pigmente kommen bald. Also schaut immer mal auf unserer Homepage vorbei, was es Neues gibt. Packt es alles in euren Warenkorb. Und natürlich haltet Ausschau nach unseren nächsten Videos. Dafür Daumen nach oben für dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Den Kanal abonnieren und die Glocke klicken, damit ihr keine Videos verpasst. Also, vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Kreieren und bis bald!